Pink Houtner und exklusiv beim großen Finale von The Voice of Germany. Und damit willkommen bei Pink. Ja, weil es doch eine Überdosis. Heute wurden genauere Details zu Whitney Houstons Tod in der Hotelbadewanne bekannt. Ein Schock für die Popwelt und so trauerten die Stars bei der Grammy-Verleihung um den gefallenen Pop-Engel. Petra Erlwein mit ergreifenden Momenten. Ja, und alle Highlights der Grammy-Verleihung, die sehen Sie heute auch noch bei uns in Pink. Ja, 6 Wochen sind herum und man merkt schon, die Anforderungen an die Topmodel-Kandidatinnen werden von Tag zu Tag größer. In der letzten Folge mussten sich unsere Mädchen am Livewalk noch durch einen Schneesturm kämpfen. Und jetzt wird es aber erst richtig eisig, denn es fallen bitterböse Worte. Ah, Tränen, Tränen, Tränen. Pink gratuliert der Voice of Germany-Gewinnerin Ivy direkt nach ihrem Sieg. Wir waren exklusiv Backstage beim großen Finale in Deutschland. Die bewegendsten Momente gibt's gleich nach nur einem Spot und natürlich alles zu den heurigen Grammy Awards. Bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder bei Pink. Do you like what you see? Zu Deutsch, gefällt euch, was ihr seht, heißt ihre erste Single. Und eine schönere Antwort auf genau diese Frage hätte Ivy Cueno vom Publikum wohl kaum bekommen können. Sie ist die Gewinnerin von The Voice of Germany. Ja, und wir waren exklusiv Backstage beim großen Finale der Erfolgscasting-Show in Berlin. Und eine echte Gewinnerin ist auch die nächste Dame. Sie ist nämlich Oscar-Preisträgerin und Golden Globe-Gewinnerin. Hollywood-Legende Meryl Streep sollte das Awards-Gewinnen also gewohnt sein. Doch als Gewinnerin der BAFTA Awards in London zieht es ihr wortwörtlich die Schuhe aus. Das und mehr jetzt in den VIP-News des Tages. Schwungvoll soll es jetzt auch weitergehen, denn heute beginnt eine neue Woche bei Messer, Gabel, Herz. Diesmal ist die fesche Maria aus Salzburg auf der Suche nach ihrem Traumprinzen. Doch ihr erstes Date führt sie erstmal auf eine echte Baustelle. Viel Vergnügen.